Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge der 6. Staffel mit Hausregeln hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Layla. Layla hat eine Quest, Kriegsherrn-Quest, einen Dieb fangen, soll dafür mit Laura sprechen. Laura, sie ist mit unseren Lebensmitteln abgehauen und in den Espresso-Stand gerannt. Wenn wir zulassen, dass uns jemand bestiehlt, hört es nie auf. Ich kümmere mich um den Dieb. Espresso-Stand ist doch direkt hier vorne, ne? Da brauchen wir nicht mal ein Auto. Eigentlich ist Laura nicht dran. Layla nicht dran. Übliche Rotation wäre Laura gewesen. Aber wenn diese Quests aufpoppen, dann... Da ist schon wieder eine Horde unterwegs, ja. Zweite Seuchenherz. So, da steht die Dame. Hier haben wir doch eh schon alles erledigt, ne? Hier. Looks empty. So, Laurie. Ich habe nur ein bisschen was zu essen genommen. Ich verhungere. Wir brauchen die Lebensmittel. Ich will dir nicht wehtun, aber meine Leute sind wichtiger. Calm down. Feels good to take out the trash. They won't be bothering us anymore. Ich glaube, die Dame ist gerade eben in einen Bloater gerannt. Aber scheint damit davon gekommen zu sein. So, dann gib mal ein bisschen Schub. Wir haben noch Tageslicht. Wird unsere Lebensmittel wieder etwas stabilisieren? Denn die Lebensmittel wurden ja abgezogen. Und dann... Laufen wir jetzt darüber. Denn da ist doch die Schnapsbrenner-Quest, genau. Wir dürfen die Enklave nicht willentlich auflösen. Aber wir können ja mal gucken, wie die Erfahrungspunkte hier. Das, du Zombie-Scum, du. Oh, hier ist auch noch ein Bräutzen. Hallo, Jen. Wir haben letzte Nacht ein Alkohol versteckt entdeckt. Ich habe mich besoffen und bin alleine hier aufgewacht. Gefährliche Gegend für eine Kneipentour. Wir bringen dich nach Hause. Du musst ausnüchtern. Okay, let's get you back home. I owe you one. No problem at all. Ne, die Hausregeln sagen, wir dürfen die nicht auflösen, aber... Ihr Zuhause liegt direkt neben einem Seuchenherz. Oh nee. Nein, was ich vorhabe, ist tatsächlich die Enklave so ein klein bisschen auszunutzen. Ich gehe davon aus, dass beim zweiten Seuchenherz jetzt... ...einen Feral auftauchen wird. Und das werden wir auf die ein oder andere Art und Weise halt nutzen müssen. Ich glaube, ich brauche keine Armbrust, denn das wird eh laut. Wir brauchen aber eine schwere Waffe. Zustand vom Antriebswellenknüppel ist okay.
Das heißt, den nehmen wir mit. Auch du bekommst 2 Energy Drinks. Du kannst 3 Mollys mitnehmen, die 2 Rauchgranaten. Und mehr haben wir nicht. Ist halt so. Erbärmlich. Könnten hier noch ein bisschen was verkaufen von dem Zeugs. Wir können aber auch horden. So, dann komm mit. Wo geht's genau hin? Nochmal gucken. Mann, 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 ja, die können auch eine Menge Spaß gleich bekommen, ne? You think screamers were all pop singers before the apocalypse? Ach scheiße, das SCA-Wort habe ich nicht gesagt, aber wir müssen ja an sich unsere Mutation ein bisschen. Schaubaren Rahmen halten. Da hinten kommt doch schon ein Bloater. You think we can pick up the pace? So, ich kletter mal hier rauf. Mach hier mal. Ich helfe auch, wenn der Bloater kommt. Sehen, wie ich geholfen habe. Ich bin die Beste. So, wen haben wir denn da? Paul? Barkeeping. Geoffrey? Lea? Und wo ist Jen jetzt hin? Ach da, Wetze. Was machst du denn da? Quest backt oder was? So, hier ist jetzt erstmal. You made it. There's gin in the back if you need a little hair of the dog. Gin? That's twice today somebody saved my life. Ich kann mit Jen aber nicht reden, komischerweise. Jetzt? Nee. Geht nicht. Na, dann gehen wir mal nach nebenan. Gucken uns mal in dem Haus um. Die haben sicher keine schöne Nachbarschaft ausgesucht hier. Die ist immer noch hinter mir her. Danke, wir ziehen eine Brennerei auf. Dann nimmt niemand sterben muss, um einen Drink zu bekommen. Du kannst gerne teilen, wenn sie fertig ist. Schön, dass ich helfen konnte, aber ich muss darüber nachdenken. Durch Alkohol ist der Schlamassel ja erst losgegangen. So. Alles leer. Die... Seuchenherz ist hier, das heißt, das ist relativ gut sogar. Leute, Hilfe! Hilfe, Zombies! Ich scheine aber... Nee, irgendjemand wird gebissen draußen gerade.
Lauf mal um die Ecke. Na, kommst du nicht raus oder was? Ja, ich bin stuck jetzt hier. Ja, das ist nicht gut. Das sehe ich ähnlich. Du bist nämlich fast tot, meine Liebe. Ich kam da aus der Ecke nicht raus. Ein Zombie. Also die können wir auswechseln hier. Aber zwei Phasen immerhin auf dem Seuchenherz. Ist ja auch schon mal was wert. Mit was? Achso, erstmal Jen noch angucken. Ja, die tauchen auch alle nix. Was habt ihr denn Schönes zu handeln? 6 Mollys kaufe ich. I think I just wandered into plague territory. Wer hat die Händler-Quest? Bavish, ja. Eigentlich nicht so gut, weil wir die erst letzte Folge benutzt hatten. Upsi. Der ist mir aber vor das Auto. Da kann ich nichts für. Der Hund ist mir, der Dackel ist mir vor das Auto gelaufen. Und die Dame hier muss ja nun echt super dringend. Also es hätte genauso gut der Tod sein können. Und damit auch das Ende der Kampagne, ne? Denn damit wäre eine zweite Person gegangen und mit einer Person ist es echt unmöglich weiterzumachen. So, dann schmeiß mal alles rein, was du benutzt hast. Du hast immer noch keine Waffe, ne? Nee. Und die brauchen wir für solchen Herzen. Ist nicht so, es hat keine Primärwaffe, ne? Zählt nicht so, zählt nicht, als wer's findet, darf es behalten. Ja, da muss wohl Bavishya jetzt erstmal wieder ran. Leben im Luxus. Und, Layla ab ins Krankenbett. Leben im Luxus ist da oben. Das ist nicht so schlimm. Der Infektionsherd ist Stufe 1. Das macht auch überhaupt nichts. Sprich mit Layla über ihre Bedenken. Dann machen wir doch das mal. Wir sind ja freundlich. Kann man ja alles besprechen. Hallo Layla. Geht's dir nicht gut? Warum suchst du nach so trivialen Dingen? Wir müssen uns auf das Notwendigste konzentrieren. Und diese Dinge verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil. Vertrau mir, die Mühe wird sich bezahlt machen. Was mir jetzt aber gerade auffällt, wir können ein Seuchenheilmittel herstellen. Prima.
Screamer. Da steht er doch. Alive, Sunshine. We've got a feral on our hands. Böser Dackel. Und deshalb ziehe ich halt Limousinen den Vans vor, weil die Dackel halt schön hinten auf den Kofferraum springen können. Und dann einfach ran an die Wand. Mit ihnen. So, Schutzzone aufbauen. Dann sehen wir gegebenenfalls auch, wo der entsprechende Container ist. Ach, da ist er. Modeschmuck kriegen. Sie entfalten ihre magische Wirkung am besten, wenn man einen auf jedem Finger hat. Oh, die wollen Materialien. Das ist nicht gut. Aber einen Verbündeten zu haben, ist natürlich wertvoll. Beim Fahren unterwegs hier. Okay, dann liefern wir halt Materialien. Nicht gut, aber... Hatte ich eine Einschränkung zum Handeln hinterlegt? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, wir können denen verkaufen, was immer wir wollen. Das hier interessiert mich überhaupt nicht. Der Idiot, den Geburtstag seiner Freundin vergessen hat. Toilettenpapierbaum auf jeden Fall. Seifenriegel in der Damen-Community auch. Portwein, ja. Billiger Wodka, das trinken unsere Damen nicht. Nimm mal die mit und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Und dann dummerweise ein Packsack mit Materialien. Der wandernde Händler ist da hinten. Ne, da steht das Auto. Wir fahren jetzt erstmal zu denen. Wandernde Händler halt nur um. Ist der Juggy immer noch da in der Nähe? Nee. Aber der Infektionsherd. Wandernde Händler nur um Sachen zu verscherben. Immer schneller an Einfluss kommen jetzt. Die Materialien geliefert habe, müsstet ihr ja dann auch Freundschaftspreise anbieten. Munitionseinkommen, Schuss-EP. Nicht so super, aber wichtig ist, dass die mein Zeug kaufen. Oh, jetzt habe ich den Modeschmuck verkauft. Die Materialien kaufe ich euch gleich wieder ab. Beil. Das Handelsset nehme ich. Guck
kostet 22, verwerten für 30. Wenn wir irgendwann mal eine Werkstatt haben, ist das mit Sicherheit hilfreich. Angreifende Horde. Wo ist denn der Bloater? In der Horde ist auch immer ein Bloater mit drin. Ich habe jetzt natürlich auch keinen. Feuer dabei. Die stehen so richtig schön blöd rum da jetzt. Mist. Kriege ich die langsam, aber sicher von hinten weggemacht? Ich sage halt danke, ne? So, sie hat ihren Heldenbonus. Okay, sie leben alle noch. Dann deine Schuldigkeit getan mit dem Leben im Luxus. Wie lange ist der wandernde Händler jetzt noch da? 5 Minuten. Obwohl an sich haben wir im Moment erstmal genug Einfluss. Deine Waffe wieder nehmen und dann wechsel auf den nächsten Charakter, um im Seuchenherz weiterzumachen. In der Rotation ist, was warst du eigentlich? Du warst Händler. Händleranführer ist gut. Promoten würde ich gleich. Ist echt eine Überlegung wert. Bevor wir irgendeine dämliche Sheriff-Quest reinbekommen. Da, Bavishya, du darfst. Und dann Laura. Du hast auch nur so eine kleine Knarre, aber ist egal. Nee, ist eigentlich nicht egal. Wir wollen ja Seuchenherz machen. Nimm mal die ruhig. Mit den 33 Schuss. Pack die schwere Waffe wieder ein.
Solchen Heilmittel hätte ich gerne. Oh, irgendjemand hat da, glaube ich, seine Energy Drinks nicht abgeliefert. Das muss ja die Layla gewesen sein. Ja. Denn so geht das ja mal nicht hier. Die guten Energy Drinks. Ja, some Goodies, die wir uns nicht leisten können. So, dann, was können wir noch brauchen? Du kriegst auf jeden Fall ein paar Mollys noch. Ist nur noch eine Phase auf dem Seuchenherz. Das heißt, eigentlich sollte das, was du da jetzt gerade hast, ausreichen. Was haben wir eigentlich für Außenposten? Sind die in irgendeiner Art und Weise schon aufgewertet? Nee. Aber es sind eh nur temporäre. Ich würde als dritten gerne dann das Swine and Bovine haben. Danach aus. So, ich gehe davon aus, dass wir Respawn hatten in dem Haus. Ah, die Vergebungsquest ist assi. Das könnte nämlich bedeuten, dass jemand die Gemeinschaft verlässt und das wäre Game Over. Sieht aber immer noch leer aus, muss ich sagen. So, du und ich, Schätzchen. So, Playcard Nummer 2. Unsere Freunde ins B hier erledigen das auch mit dem Zombie, der da ankam. Hey. Hallo, Paul. Nee, nicht Infos. Ich will wissen, was ihr handelt. Aber, nee, ach nee, wir haben ja die Mollys vorhin gekauft. Na, Geoffrey, haben sie dich gebissen? Oh, die schwere Waffe können wir schon mal in den Kofferraum packen. Beim Rest würde ich erstmal gucken, was im Seuchenherz drin ist. Jetzt erstmal kurz Schutzzone aufbauen hier. Wir können das Ding hier auch gerade looten. Fällt mir auf. Nee, nicht schnell looten. Obwohl, wir haben ja auch nicht so wild. Wir haben ja die Enklave daneben an. Noch eine Rauchgranate. Kann nicht schaden. Überreste. Oh, check this out.
Munitionspresse für Gewehre sehr stark. Und dann, liebe Leute, sehe ich, dass die Zeit reif ist, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, diese Folge hat gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.